Fabio De Pasquale macht seinem Ärger Luft. Obwohl sie den Treuetest bei Temptation Island überstanden hatten, gingen der Italiener und Mrs. Malisa im Januar nach 2 Jahren Beziehung getrennte Wege. Seither genießt die Blondine ihr Single-Leben. Sogar mit Mark Robin, der in diesem Jahr auf der Insel der Verführung für Furore gesorgt hatte und untreu gewesen war, hatte Malisa ein Techtelmechtel. Aus diesem Grund schoss Fabio nun scharf gegen seine Ex. In seiner Instagram-Story wetterte der einstige Raute-Couple-Challenge-Kandidat gegen Malisa und kam auf deren kurze Affäre mit Mark Robin zu sprechen. Meine Ex macht Sachen für Fame. Das ist die Sache. Sie ist Fame geil, fasste Fabio zunächst zusammen und erklärte weiter, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie das nur getan hat, weil sie genau wusste, dass Mark Robin im Fernsehen landen würde und genau deswegen wollte sie diese Reichweite ausnutzen. Abgesehen von dieser Spitze im Netz scheint zwischen Malisa und Fabio allerdings Funkstille zu herrschen. Aktuell haben Fabio und ich gar keinen Kontakt mehr, hatte die Influencerin vor wenigen Wochen gegenüber Promiflash klargestellt und sogar ihre Hoffnung betont, ihn demnächst nicht wiedersehen zu müssen.